Du bist ein böses Tierchen. Aber wollte ich jetzt doch reiten, damit ich schnell wegkomme. Aber weißt du was? Wenn du meinst, du willst mich anhüpfen, gerne, mach ruhig. Ich hüpfe jetzt dahin per Schnellreise. Oder auch nicht. Wäre mal Zeit für eine Grogpause. Ja, dann warten wir doch einfach mal ab. Aber ich glaube, ich hole mir einen besseren Überblick. Ist doch viel schöner von hier oben. Wo ist denn der? Der ist da. Okay. Was sind denn eigentlich seine Schwächen? Haben wir davon irgendwelche Schwächen? Nee, ich glaube, wir haben davon gar keine Schwächen. Doch, haben wir. Anfällig gegenüber berittene Bestien, anfällig für Fernkampfangriffe. Oh, schön. Was sind denn seine Stärken? Handgemenge, kann ich packen und herumwirbeln? Eigeninitiative? Kehlengriff, greift in ihre Kehle? Rasenangriff? Besonders aggressiver Nahkampf? Geistbetäubung? Blockt die Geistbetäubung-Angriffe? Uchs in der Nähe werden dazu ermutigt, gleichzeitig anzugreifen. Scheiße, immun gegen Schleichen. Na, schöner Mist. Das heißt, dann sollte ich am besten warten, bis er fast tot ist. Mal gucken, ob sich unser Freund denn schon zeigt. Nein, ist er doch nicht. Dann warten wir erst noch ein bisschen. Na los, na kommt schon. Ich bin der Grund deines nahenden Elends. Und Quatsch! Tja, ich würde mal sagen, da ist wohl jemand an Macht aufgestiegen. Wie schön. Ja, was hast du denn hier eigentlich für Stärken und Schwächen? Er leidet Schaden durch Todesstöße, kann nur durch Kampftodesstöße verwundet werden. Okay. So stark war er gar nicht. So endet deine Herrschaft. Grublik. Ziel markieren. Gleich heute waren ein Moment lang wichtig. Erstmal holen wir uns das epische Ding. Was war das? 30% Chance, tödlich Kopfschutzfokus zu generieren. Tödlichen Kopfdreher nahezu Flucht zu schlagen. Ja, okay, das ist nicht so wichtig. Was haben wir jetzt hier? Erhöht den Schaden des Bogens um 50%. Oh ja! 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 Auf jeden Fall! So! Grublik! Deine Zeit ist nah! Und er ist immun gegen Nahkampf. Immun gegen... gegen Scheiße. Angriff ich mache! Aber das geht! Jetzt hast du! Kommst du auch dann zurück, wenn alle Menschen tot sind? Ja, sicher! Wie der letzte Wind auf der Erde! Ich komm immer wieder! Letztes Mal! Hast Niederlagen! Ja, na und?
Es ist mir auch so scheißegal, ob du Niederlagen hast oder nicht. Hast jetzt auf jeden Fall eine. Bam! So! Die Rache ist mein! Wie viele Uruks kannst du auf? Bam! Moment! Ey! Bums! Bums! Bleib stehen! Los, geht hinter ihn! Jetzt! Mann! Hallo! Seht, komm, ich schaffe mir gleich auszusehen, gleich wieder den nächsten Erzfeind. Das muss ich ja echt nicht haben. Na super, warum duckt er sich genau jetzt? Bam! Mein Sieg! Ist mir egal, wessen Sieg das ist. Werdet ihr alle sterben? Alle nacheinander! Und bam! Weg! Patsch! Peng! Woi! Na! Patsch! Ruhe! Na komm her. Was hältst du denn davon? Todesdrohung. Wen nehmen wir jetzt als nächstes? Zu weit weg, zu weit weg. Der hätte was mit dem zu tun? Ich kann eine Todesdrohung. Gegen Redwick! Ja! Gegen meinen eigenen Kerl! So, und dann machen wir da jetzt mal eine Quest zu. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich bin mal echt gespannt, ob das funktioniert. Eine Todesdrohung gegen unseren eigenen Kerl. Warum auch nicht? Das ist mal was Neues. Erdenbrot. Fehlt uns auch noch ein bisschen was. Ich habe hier draußen schon länger überlebt als alle anderen. Und wo der Helmer das ist nächste. Schleicht da jemand umher? Ja. Töten. Noch ein Erdenbrot. Hoppala! Da bin ich ja! Du bist mir im Weg! Boing! Bumm! Klatsch! Und tschüss! Und, ach nee. Ach, fuck. Ich wollte mich eigentlich ranborden, aber ich hatte nicht mehr genug Pfeile. Bleib hier. Ich schätze, der Mörder ist weg. Jawoll! Ich hätte mir zwar eigentlich ein paar Pfeile holen sollen, aber aufgeschissen. Rekrutierung ist jetzt verfügbar.
Der ist da hinten. Dann müsste ich jetzt ziemlich weit nach hinten gehen. Blutrausch. Da unten ist jetzt auch noch eine Rekrutierung. Da ist der Häuptling. Illuminiere den Häuptling. Machen wir weiter. Ne, wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Wir gehen jetzt hoch zu Redback. Komm mal her, ich brauche ein paar Pfeile. Ich brauche ein paar mehr Pfeile. Dankeschön. Und hier irgendwo ist ein Blümchen. Das nehmen wir zumindest noch mal kurz. Oh, da oben ist ein Artefakt. Wo ist das Artefakt? Ist das hier? Eindringling! Was? Habt ihr das gehört? Komm zurück, Wurm! Ich hab ihn! Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Wo ist das Artefakt? Warum stirbst du nicht? Na also. Da ist das Artefakt. Der Hauptmann macht Sicht. Hat uns schon ewig nicht mehr. Wird ja auch Zeit, dass wir die auch mal so mehr oder minder alle kriegen. Die Türme werden bald stehen. Keine Ahnung, warum sie die Zähne genannt werden. Sie sollten Kiefer heißen. Weil sie uns hier treffen werden? Genau. Mitten auf den Kiefer und so oft, wie sie können. Aber sieh es mal anders, Bruder. Von hier aus können wir nach Mordor sehen. Und zuschlagen, wenn es nötig ist. Ja, dann tu das doch mal. Es ist bitter nötig. Mehr als nur bitter nötig. Ja. Aber anscheinend muss ich den ganzen Spaß hier allein erledigen. Er war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Kann ich mich jetzt hier nach vorne sprinten? Den sehe ich nicht. Nehmen wir den. Besten Dank. Oh, das sind gleich zwei Quests. Hier vorne haben wir eine. Und hier hinten machen wir erstmal die. Ach ja, Redback. Heute müssen wir keine neuen Wunden aufreißen. Diese Vögel zerfressen mich schon genug. Oh, ihr Bastarde! Oh, wenn ich Häuptling bin, werden diese Vögel eure Eingeweide fressen. Und tschüss. Hast du das gesehen? Hilf mir hier runter. Geht's gut? Gar nicht wehgetan. Ja, ich weiß, was du denkst, Waldläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge. Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Oh, weia. Eine Übungsanlage. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Das ist das, töte einen Berserker von einer Vorsprungtötung. Bloß Gedanken machen, wie ich euch Narren dazu.
zu bekommen, den Mund zu halten. Oder mit einer Vorsprungstötung. Wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Und schön. Redback hat zugleich Gorath und den Henker getötet. Wie ist das nur möglich? Das war ein richtiger Uruks. Ich glaub das nicht. Mal her. Gorats Tod ist eine Sache. Aber dann auch noch der Henker? Falls Redback doch ein wahrer Krieger ist, schlitz ich mir selbst die Kehle auf. Hups! Und tschüss! Der Häuptling war erzürnt über den Tod seines Bruders. Oh nein, nicht den anlocken, das ist der Falsche. Wo ist der Kerl hin? Der ist viel zu weit weg. Kommt der auch nochmal wieder? Oder bleibt er jetzt da hinten? So, ich hab genug davon. Der Mörder ist doch schon längst über alle Berge. Oh oh. Und tschüss. Der bleibt da hinten. Die blöde Sau. Nicht schon wieder. Das hört sich nicht gut an. Komm mal her. Los, komm sie noch ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und tschüss. Was auch immer es war. Wenn ich es sehe, werde ich schlock. Der Waldläufer. Bums. Stürzte herab. Der ist weg! Klatsch! Jawoll! Bumm! Patsch! Bumm! Mitten ins Gesicht! Okay, der hängt jetzt einigermaßen gut da. Das heißt, da kann ich jetzt rankommen irgendwie. Fragt sich jetzt halt nur wie. So. Einmal hier wieder runter. Wo ist er? Oh toll, jetzt ist der da hinten. Kann ich ihn jetzt so anlocken? Tatsache. Habt ihr das gehört? Wie hohl. Na los, na komm her. Komm her. Na los, mein Dickerchen. So, ich will nämlich den Zusatzbonus haben. Jawoll. Und tschüss. Haben wir nicht noch irgendwo? Entschuldigung, aber du bist der Fehlermacher. Morgan, du Zwilling! Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Okay, das hat funktioniert. Was hat er sonst noch für Dingenskirchen? Mock der Zwilling. Wollen wir mal gucken hier seine Stärken und seine Schwächen. Er leidet Schaden durch Kampfgetöse, kann durch Kampftodesstöße verwundet werden. Er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Okay. Berserker.
Berserker kontern gewöhnlich Angriffe. Betäub den Berserker mit Kreis, bevor du angreifst. Okay. Boah! Ja, so wild! Bam! Bauz! Ja, Feuer! Und guten Nacht! Ja, passend erwischt. Endlich! Redback ist Häuptling! Waldläufer, wir haben es geschafft. Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leihst du mir dein... Ich brauche eine schärfere Klinge. Oh, Mann. Ist klar. Und Redback hat jetzt seinen eigenen Schutz. Alles klar. Alles klar, ja sicher. Redback, der Weise und Mächtige. Ein wundervolles Achievement auf jeden Fall. Sein Schatz. Terrorisiere den Liebling von Gorod, der Anführer. Verberge dich und warte, bis er erscheint. Na dann. Da hinten ist die Quest. Haben wir nicht hier irgendwas in der Nähe? Nö. Schade. Okay, dann müssen wir es auf die herkömmliche Art und Weise machen. Die können wir auch noch mal schnell mitnehmen. Und kriegen dadurch... Was? Spiele weitere Hauptaufträge zum... super. Na gut. Dann machen wir mal weiter Hauptaufträge. Dieser Uruk bedeutet dem Häuptling etwas. Töte ihn und warte auf unseren Feind. Och, wenn es weiter nichts ist. Wenn es weiter nichts ist. Ich dachte, ich sollte ihn töten und nicht terrorisieren. Moment. R2 und Dreieck zum Terrorisieren. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Dieser Bleichhaut ist clever. Wenn du nicht auf dir das gehört, möchte er sich an dich erinnern und schneidet dir die Kehle durch. Los, komm her. Den, ja! Juku, und voll rein, ja, Feuer! Fähigkeiten freigeschaltet, super! Was haben wir jetzt hier? Das da unten ist leider noch dicht. Was haben wir jetzt hier? Den Geiststoß im Kegel, was natürlich gut ist gegen Machen, Schleichen, Aufzehren, das ist eigentlich scheißegal. Dann haben wir jetzt hier noch die, den Dolchhagel. Widerstand, die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ohne dass du Trefferserie zurückgesetzt wird. Oh ja, 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 geil, noch mehr austeilen und noch mehr töten. Wie verstecke dich? Warum? Okay, dann warte ich jetzt, bis der Häuptling kommt. Da ist er! Ich kann immer noch fällen.
Belgrads Blut in meinem Mund schmecken. Er hat seinen Kopf gleich vor mir platzen lassen. Was hat der für Schwächen? Gorod. Seine Stärken sind anfällig für schleichende Todesstöße, kann durch schleichende Todesstöße sofort getötet werden. Anfällig gegenüber berittene Bestien. Okay, gut. Das heißt, ich muss den eigentlich nur noch durch Schleichen töten. Naja. Du hast mein Spielzeug getötet, Made. Es war an mir, ihn aufzuschlitzen. Du Dieb, ich nehme mir dein Schlagherz. Naja, versuch mal. Ich zerschlitte in die Kugel. Bung. Peng. Jawohl. Und gleich noch einen draufhauen. Du willst dich also wirklich mit meinem Herrn anlegen? Leg dich stattdessen in dein Grab. Ja, später vielleicht. Warte mal. Wer wollte Feuer machen? Boins. Bam! Ja, das sind immer Kuroids! Umstellt den Wurm! Wenn der Anführer... Upola! Und bam! Wie immun! Hörst du auf, wegzulaufen? Bleibst du hier? So! Versuch doch noch mal! Points. Ja, beide werde ich wohl nicht kriegen, aber den einen hier, den kriege ich auf jeden Fall. Wenn nicht geklappt, wird es auch dieses Mal nicht. Ich brauche dich. Mein! Für eine Todesdrohung. Wen nehmen wir denn jetzt als nächstes? Schade, da geht's nicht. Aber gegen den können wir eine machen und gegen den. Machen wir mal gegen den. Ja! Das soll ein Häuptling sein? So wie der am Quietschen ist. Lauf! Und wo ist der andere hin? Aber ich glaube, der ist schon weg. Der ist zu weit weg. Ja, er ist viel zu weit weg. Okay, jetzt haben wir hier unten noch einen Überfall neu. Wir haben hier hinten... Ah, da ist der Blutrausch. Ja, genau. Machen wir mal eine schnelle Reise dahin. Sofort!